Hallo Fight-Fans, mein Name ist Tobias Gerold und wir sind immer noch bei Absolute Fighting Nummer 2 hier in Göppingen. Wir haben den nächsten Interviewgast und ich muss ihn ja nicht mehr vorstellen, den Ex-Weltmeister im Cruisergewicht. Hallo und herzlich willkommen, Firat Aslan. Hallo. Firat, nach 2010, wo wir es letztes Jahr ungesehen haben, wieder hier, wieder beim Kickboxen. Wie gefällt dir die Veranstaltung bisher? Also die Veranstaltung gefällt mir sehr gut. Castro Nisa Issa ist ein guter Freund von mir, Trainingspartner und Betreuer seit mittlerweile 15 Jahren. Noch wo ich als Amateur war, habe ich mit ihm schon zusammen trainiert und er macht heute seine zweite Veranstaltung und ich finde wirklich, er wird immer besser. Das muss man wirklich sagen für sonntags. Gute Veranstaltung, gute Kämpfe. Jetzt kommen wir natürlich gleich zu deinem Hauptfeld, dem Boxen. Juan Pablo Hernandez, vor kurzem Titel gewonnen. Ja, über den Ausgang kann man jetzt natürlich streiten gegen Steve Cunningham. Wie hast du den Kampf gesehen? Ich meine, Juan Pablo Hernandez hat natürlich super angefangen. Er hat durch den Niederschlag in der ersten Runde Cunningham natürlich ganz schön in Schwierigkeiten gebracht. Aber Cunningham hat sich eigentlich gut zurückgefunden in den Kampf, hat gut zurückgefunden, hat sich gut entwickelt im Kampf. Und meiner Meinung nach ist er immer stärker geworden. Aber ich muss auch sagen, die Kopfstöße waren nicht von ungefähr. Also der erste sah schon fast nach Absicht aus. Ich weiß es nicht. Es war schon ein sehr grober Kopfstoß. Und gut, man weiß nicht, wie der Kampf ausgegangen wäre. Aber Cunningham ist ein guter Mann. Aber auch Juan Pablo Hernandez hat gezeigt, dass er stark ist, aber das Ende war ein bisschen unglücklich. So, Marco Huck kämpft nächste Woche. Wie schätzt du hier ihn und seinen Gegner ein? Gut, ich meine, Marco Huck ist Weltmeister, also er ist stark, sonst wäre er nicht Weltmeister. Der Gegner ist kein allzu bekannter Gegner, aber kein unangenehmer. Er ist Rogelio Omar Rossi, glaube ich, heißt er, und ist aus Argentinien. Hat eine gute Bilanz, ist kein schlechter Mann, ist Rechtsausleger, ist sehr groß, aber ich habe ihn angeschaut, sehr offen in der Deckung und nicht der Schnellste. Also ich denke nicht, dass Marco große Schwierigkeiten hat, aber man darf keinen unterschätzen. Dankbares Opfer für Huck? Opfer sage ich zu keinem. Also das wäre unfair, dem Rossi gegenüber ihn als Opfer zu bezeichnen. Aber ich denke schon, dass es für Marco keine allzu schwere Aufgabe wird. Aber man muss abwarten. Jetzt ja klar, du hast nach dem dramatischen Ende, muss man ja sagen, in Stuttgart zwei Kämpfe gemacht. Beide gewonnen, vorzeitig. Und ich weiß, es stehen zwei Leute auf deiner Liste, die du unbedingt boxen willst. Habe ich gelesen, Guillermo Jones, Herelius. Gibt es da schon irgendwie neue Pläne diesbezüglich? Also ich hätte eigentlich vorgestern gekämpft, der Kampf ist leider geplatzt, der Gegner hat abgesagt kurzfristig und so kurzfristig einen Gegner für 12 Runden zu organisieren, wäre nicht fair. Einen Mann eine Woche vorher einen 12-Runden-Kampf anzubieten, wäre nicht fair. Ich möchte einen fairen Kampf. Ich möchte natürlich gerne gegen Steve Herelius und Guillermo Jones, das sind die einzigen zwei, gegen die ich verloren habe, ganz einen Rückkampf machen, aber da ist bis jetzt leider noch nicht spruchreif. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf und hoffe, dass es bald kommt. Ich kämpfe entweder November oder Dezember, wird der nächste Kampf kommen. Und ich traue mir noch einiges zu. Ich meine, ich will nicht groß reden, aber ich habe im Juli den letzten Kampf gegen Lubos Suda, gegen den ich eigentlich nach Punkte verloren hatte, den habe ich wirklich dominierend geschlagen. Und ich traue mir noch zu, jeden zu schlagen. Aber ich will auch nicht groß reden, man wird sehen. Du willst nochmal um die WM boxen, das ist ganz klar. Denkst du, dass es nächstes Jahr 2012 da schon soweit sein könnte? Auf jeden Fall. Ich bin jetzt wieder in den Weltranglisten ziemlich weit oben in 3 der Weltverbände und ich glaube, wenn ich noch 2 gute Kämpfe mache und 2 starke Leute besiege, dass ich wieder Nummer 1 positioniert bin und um die Weltmeisterschaft kämpfen kann. Aber nochmal, ich will nicht groß reden, ich möchte kämpfen und ich möchte es im Ring beweisen. Wen würdest du momentan als stärksten im Cruisergewicht einschätzen? Guillermo Jones. Weil? Ich finde ihn einfach boxerisch den stärksten und er schlägt am härtesten. Also ich glaube, dass er der stärkste ist, wenn er fit ist. Aber wie gesagt, er boxt sehr selten und man muss abwarten. Er wird jetzt demnächst wieder kämpfen. Er hat nach 2 Jahren gegen mich einen Megakampf geliefert und er hat 2 Jahre wieder nicht geboxt. Hat Valery Brudov, der sehr stark ist, auch eindeutig geschlagen. Und ich denke schon, dass er einer der stärksten ist. Aber es sind in der Weltspitze gibt es viele gute Leute. Du hast irgendwas Interessantes gesagt. Nicht viel reden, du möchtest im Ring zeigen. Wenn man dich so sieht auf Veranstaltungen, du bist für jeden ansprechbar, hast immer ein Lächeln parat. Macht das auch den Typ Firat Aslan aus, auch die Beliebtheit bei den Leuten, die du hast? Ist es auch dein Wesen, das du mit dir trägst?
Gut, wie gesagt, ich meine, ich komme von ganz unten. Ich habe eine sehr schwere Kindheit gehabt. Ich habe eine schwere Laufbahn hinter mir. Und ich bin ein gläubiger Mensch. Ich danke dem lieben Gott, dass ich das alles erleben durfte, auch die schweren Zeiten. Und für mich, egal was ich im Sport geleistet habe und noch leisten werde, hoffe ich, ich bleibe immer ich und ich bleibe mir selber treu. Und die Menschen sind für mich, ich freue mich über jeden, der Interesse zeigt, weil wir leben von den Fans. Dann sage ich vielen Dank, Ferhat Aslan, für das Interview und ich hoffe 2012 wieder auf einen WM-Kampf und ich hoffe, dass du den Gürtel hier um deine Hüften hast, weil Baden-Württemberg braucht wieder einen Weltmeister. Ganz herzlichen Dank an alle. Dankeschön.